Da ist auch schon wieder Donnerstag und das bedeutet noch ein Tag bis zum Wochenende. Um die Vorfreude noch etwas zu steigern, verrate ich Ihnen dann am Ende unserer Sendung im Regionalwetter, wie es wird. Und damit sage ich herzlich willkommen hier beim Mittelerzgebirgsfernsehen und herzlich willkommen beim Regional, der täglich aktuellen Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Heute ist Donnerstag, der 5. April und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Die Osterzeit, liebe Zuschauer, ist bekanntlich die Zeit des Suchens und das trifft im Besonderen auch auf unseren ersten Beitrag zu. Gleich zu Beginn machen wir nämlich eine kleine Zeitreise ins Jahr 1998. Seitdem sucht Heinz-Peter Hausstein das Bernsteinzimmer. Mit eher mäßigem Erfolg. Aber dafür wurde anderes erreicht. Erinnern Sie sich noch an Ostern vor 20 Jahren, also im Jahre 1998? Da stand in der Oberlochmühle dieses Schild. Findige Anwohner hatten es aufgestellt, um auf ein Ereignis aufmerksam zu machen. Auf tschechischer Seite gingen Schatzsucher ans Werk, um das legendäre Bernsteinzimmer zu finden. Am Nikolaistollen gab es einen großen Menschenauflauf. Und der Bürgermeister von Deutschneudorf, Heinz-Peter Hausstein, war natürlich mittendrin. Und der sagte mir: Wenn das gefunden wird und der Herr Jelzin bekommt es zurück, dass er sich dann mit der Beutekunst das alles nochmal überlegt und Deutschland die Kunstschätze zurückgibt. Wie reagieren denn die Deutschneudorfer oder zumindest diese Region hier im Spielzeugwinkel auf dieses Ereignis? Sie sehen es ja, dass sehr viele Leute hier sind. Also es wird positiv ausgenommen, es ist eine Erwartungshaltung da von den Leuten. Viele meinen, es sei wirklich nur für den Tourismus. Mag es für die Leute so sein, dem ist aber nicht so. Und ich denke, sie finden es gut, dass noch was los ist bei uns. Ja. Dieser Mini-Bagger sollte nun das Bernsteinzimmer finden. Der Chef damals vor Ort, der Schatzsucher, war Helmut Gensel. In welchen Voraussetzungen sind Sie hier angereist und wie viele Mitarbeiter werden es einmal sein? Nur Mitarbeiter habe ich heutzutage, sind vielleicht 15 hier, es werden vielleicht noch ein paar mehr werden. Aber auf jeden Fall auch die Suche nach dem Bernsteinmimser ist ein Geschäft. Man investiert mit der Hoffnung, dass man da etwas draus macht, dass man mehr Geld bekommt, als man investiert hat. Das ist ja ein ganzes Bergwerk da drin. Aber der Grund ist, ich glaube, wenn man das Bernsteinzimmer nicht finden würde, würden nicht viele Leute reingehen. Aber wenn das Bernsteinzimmer rauskommt, dann ist natürlich ein guter Tourist. Seit Oktober 2001 gibt es das Besucherbergwerk Fortuna Fundgrube mit Huthaus und viele Besucher sind seitdem hier eingefahren. Wir hatten damals Hinweise zum Bergbau im Katharinaberg und bekannt war nur dieser Nikolaistollen hier auf böhmischer, tschechischer Seite. Und dann kam ein Anruf, der sagte, du musst auf deutscher Seite suchen. Und dann haben wir das deutsche Gebiet eben unter der Lupe genommen, haben unterhalb von Zico diesen Fortuna-Stollen entdeckt. Muss ich vorstellen, da war ja auch 80 Jahre weg. Wir haben ihn immerhin wiedergefunden. Und ich denke, das ist schon ein gutes Indiz. Zwischenzeitlich haben wir mehrere Bergwerke gefunden. Das Entscheidende mit den Kisten, die da drinnen liegen, das ist noch nicht da. Aber das wird auch noch gut. Wir fahren jetzt ein, gucken uns die Sache aus der Nähe an. Film machen wir auch mit dabei. Heide, Kling auf, machen wir los. Kling auf. Es ist wieder einmal Ostern und vor 20 Jahren, Herr Hausstein, Sie erinnern sich total daran. Zu Ostermontag, da war auf böhmischer Seite vor dem Nikolaistollen ein großer Menschenauflauf. Unsere Zuschauer haben soeben erlebt, wie das damals war, auch was zwischen diesen Jahren bis 2018 passiert ist. Wie würden Sie denn selbst nun bewerten, diese 20 Jahre Schatzsuche im Schweinitztal? Ja, 20 Jahre sind schnell um, aber genau genommen ging es ja los 1995, als ich den Hinweis bekommen habe, dass man hier in Katharinaberg Schätze, sprich auch das Bernsteinzimmer, vergraben hat. Und wir haben am Anfang auf böhmischer Seite im Nikolaistollen gesucht, bis der Anruf kam, du musst auf deutscher Seite suchen. Aufgelegt. Wir haben dann auf deutscher Seite gesucht und haben dieses Bergwerk entdeckt. Ist ja da, in diesem Bergwerk, obwohl 1882 verschlossen, Sachen der Wehrmacht gefunden. Viele Briefe bekommen, Hinweise, Zeitzeugen, Drohungen, Morddrohungen, alles. Wir haben gemessen gesucht. Und diese Schatzsuche ist immer eine Sache, die geht immer weiter, die hört nie auf. Und wenn man mal sieht,
dass seit Ende des Zweiten Weltkrieges nach Schätzen gesucht wird, von allen Staaten, allen Geheimdiensten der Welt. Sehen wir mit diesen 20 Jahren ja nicht irgendwie, dass man spricht, es ist nicht alles gelaufen. Es dauert halt. Es werden soeben Besucher hier aus dem Fortuna-Stollen zurückkommen, denn das ist das Positive. Es gibt in Deutsch-Neudorf hier in diesem Ortsteil ein Huthaus, ein Besucherbergwerk und es gibt auch Führungen und das hat es eigentlich gebracht. Wir haben es also geschafft, das Bergwerk herzurichten mit Unterstützung als Fördermittel natürlich, dass es ein Besucherbergwerk wird. Wir haben ein Huthaus, wir haben diese alten Industriebrachen abgerissen, was man auch mal so sehen muss. Und in diesen 20 Jahren waren hier in diesem Gebiet mehr als 250.000 Leute. Na, vielleicht stellt sich doch der große Fund noch ein. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ja, liebe Zuschauer, einen ausführlichen Bericht 20 Jahre Bernsteinzimmersuche sehen Sie dann ab kommenden Samstag bei uns im Wochenrückblick. Tja, liebe Zuschauer, das Frühjahr steht für Neues, so auch beim MEF. Ab morgen startet unser Sprachexkurs, das erzgebirgische Wort der Woche. Zur Einstimmung haben wir für Sie Dieter Schönherr mit einem Gedicht in Mundart. Viel Vergnügen. Eine Lektion erzgebirgisch. Die Kuhblick ist für uns, bei uns dort rum, ein schönes Stück Land. Nur weil du nicht viel Wohne tun, wird es halt so genannt. Der Kriemeln ist ein kleiner Rass, der Lodschen sei der Schuh. Geh mir nicht auf den Wecker, dann heißt es, lass mich in Ruhe. Das Steigel ist ein kleiner Wag, der Sacher ist die Uhr. Und ist einer ganz aufgebracht, der geht er hier zur Kur. Ein Fatzen ist ein altes Läd, ein Schuber ist ein Haufen. Und hat einer mit recht viel Durst, der geht er halt entsaufen. Der Süß, das ist bei uns der Brie, der Fußbon ist der Hitsch. Und wenn ein Kind nicht vorhin tut, dann kriegt's bei uns ein Glitsch. Die Wiesen sei bei uns der Weht, ein Monsen ist ein Ma. Und wenn er in die Schuhe neu fährt, der zieht er Lötschen an. Ein Orfel ist ein Arm voll Holz, ein Haarig ist ein Fisch. Mein Doch, das heißt schon immer. Und mich, das heißt bei mich. Fulling, das heißt ordig sei. Ne Fietz, es wusst zu essen. Es Leibel hält die Strümpe fest. Ne Schmiech, es wusst zu massen. Es Sterzel deckt das Kannel zu. Es Schiebuck lässt sich lenken. Im Ende heißt bei uns vielleicht. Droh Sinne heißt droh Denken. U hiesig, das heißt net für hier. Barieren heißt sei brav. Ne Hus, das ist bei uns die Hus. Und laufen heißt ich lauf. Zu wenig heißt bei uns zu wing. Die Pilze sei die Schwamme. Ein Schabel ist nicht lehne Pfann. Und ewig, das heißt lange. Huvi, das ist bei uns ein Läd. Ein Knippel ist ein Baum. Ein Rutzkiek ist die Nuss. Und offen doch sei da. Ein Brattel ist ja ume Bratt. Eine Haarbutt ist eine Frucht. Und wenn etwas nicht richtig läuft, da fällt ein Wind der Zucht. Ein Brizel ist ein böser Junge. Ein Jäger ist ein Garer. Und will man wissen, mal die Zeit, da guckt man auf den Sacher. Genäß, das ist reiches Reisig, zum Feiern wird's gebraucht. Und lappt einer von anderen, der heißt, der hat geschlaucht. Ein Schneizel ist am Kannel dran, da lässt sich's besser gießen. Und wenn man einen Defrat verdirbt, da tut man's ihn vermiesen. Das Nietzschen ist es Flächen, wird Weine auch genannt. Und wo es ein richtiger Strauchdieb ist, zieht Sträuchen durch das Land. Bei uns, da geht es Sorte zu, das heißt, nimm dir viel Zeit. Und wenn die Weibsen batschen tun, dann heißt, sie haben gebreit. Für einen, der einmal hierher kommt, da hab ich mir gedacht, wir machen einfach eine Lektion, dann geht es über Nacht. Alles, was ich hier geschaffen, lässt sich von der Zeit heraffen, wird in Versen komprimiert. Und dann auf ein Blatt geschmiert. Was entstanden in den Jahren, das sollt ihr nun heut erfahren. Schön vergnüglich und auch heiter reiche ich die Zeilen weiter. Nun ist genug der Malerei, denn alles hat ein End. Und wer nicht alles mitkriegt hat, der hat die Zeit verbannt. Also ab morgen hier bei uns das erzgebirgische Wort der Woche. Einfach einschalten und die eigenen Mundartkenntnisse aufbessern. Tja, und noch etwas Neues gibt es hier beim Mittelerzgebirgsfernsehen. Gestern hatte ja bei uns im Funkhaus lange das Licht gebrannt. Der Grund dafür war die Aufzeichnung von unserem MEF-Hörspiel mit Alexander und Michael, einem musikalischen Duo aus Marienberg.
In Zukunft werden wir mittwochs 21.50 Uhr jeweils eine musikalische Darbietung mit Drum und Dran der beiden bei uns im laufenden Programm senden. Hier kommt schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Viel Spaß. Servus. Servus. Neu. Neu. Fein. I wanna wake up with you. Sehr schön. Servus. Fein. Oberseida. Am Dienstag befuhr gegen 12.15 Uhr der 23-jährige Fahrer eines Pkw Seat die Olbernhauer Straße S207 aus Richtung Seida in Richtung Oberseida. An der Einmündung S215 wollte er nach rechts in Richtung Oberseida abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit einem Lkw VW kam, der vor dem Seat an der Einmündung abbremst und ebenfalls rechts in Richtung Oberseida abbiegen wollte. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8.000 Euro. Nachdem in der vergangenen Nacht das erste richtige Gewitterband über uns hinweggezogen ist, hatten wir heute es mit den Folgen zu tun. Sonne im Wechsel mit Wolken und gelegentlichen Regenschauern. Von Sonnenbrille bis Regenschirm musste man alles dabei haben. Das Frühjahr gönnt sich eine kleine kreative Pause. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel bedeckt. Wer dann nochmal raus muss oder will, der sollte vorsichtshalber einen Schirm mitnehmen oder gleich eine Regenjacke anziehen. Das Niederschlagsrisiko beträgt satte 90%. Aufgrund der zu erwartenden Temperaturen fällt der Aggregatzustand aber unterschiedlich aus. In den tieferen Lagen unter 600 Meter wird es Regen sein. Der fällt. In den Lagen darüber gibt es leichten Schneefall. Hier nun die zu erwartenden Temperaturen, liebe Zuschauer. In Olbernhau am Poppschen Gut zeigen die Thermometer minus 1 bis plus 2 Grad an. In Marienberg-Dörfel verharrt das Quecksilber bei minus 1 bis plus 1 Grad. Und in Zschopau am Gräbel gibt es die Nachthöchstwerte von 0 bis plus 3 Grad. Der Wind lässt es noch kühler erscheinen. Er weht stark in Böen mit bis zu 48 km pro Stunde aus Westen. Und er nimmt aber gleich die Wolken mit. Und das wiederum hat Einfluss auf morgen. Schon von früh ab zeigt sich der Himmel am Freitag von seiner schönen Seite. Nur noch letzte vereinzelte Wölkchen ziehen über das Firmament. Ein Niederschlagsrisiko geht von denen aber nicht aus. Das Risiko beträgt 0%. Im weiteren Tagesverlauf verschwinden auch die letzten Dekowolken und der Rest des Tages wird durchweg sonnig. Die Sonne rechnet in Summe am Ende des Tages 12 Arbeitsstunden ab. Wolkenlos oder klar, wie man auch sagen kann, geht es dann in die Nacht hinein.
Da wir aber über den Tag noch unter dem Einfluss von Kaltluft stehen, fallen die Temperaturen nicht so hoch aus, wie man im Anbetracht der Sonne vielleicht vermuten könnte. Im Kurzeifen am Schwartenberg gibt es frische 1 bis 8 Grad, in Schönbrunn am Ambrosgut stehen 3 bis 9 Grad in den Anzeigen der Thermometer und in Waldkirchen unten an der Wehranlage werden zwischen 4 und 10 Grad erwartet. Der Wind weht nur noch leicht mit um die 12 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Hier nun noch der Blick auf das kommende Wochenende, liebe Zuschauer. Am Samstag zeigt sich das Firmament auch wieder nahezu wolkenlos und die Sonne dominiert das Wettergeschehen. Bei 6 bis 14 Grad hat das Frühjahr die Pause beendet und der Wind dreht auf Süden und weht von dort nur noch schwach. Jetzt aber. Der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre. Es gibt Sonne satt von einem makellos blauen Himmel. Regen ist natürlich hier nicht in Sicht. Die Temperaturen erreichen mit 10 bis 18 Grad die vorläufigen Höchstwerte des Jahres. Der Wind weht weiter leicht aus Südosten. Ja, genauere Informationen zum kommenden Wochenendwetter haben wir dann morgen hier an dieser Stelle für Sie. Und das war's hier erstmal vom Regionalwetter. Da kann man den Grill schon mal zurechtstellen. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe vom Regional angekommen. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Freitag für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt es im Internet unter www.mef-line.de. Und wenn Sie etwas für uns haben, worüber wir berichten sollten, dann einfach eine E-Mail an megional@mef-line.de. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Ich sage Tschüss, bis morgen.